So, dann wollen wir doch mal gucken, was es zu gucken gibt. Guck mal, wir haben ja noch einen Mutterkristall, ne? Vielleicht ist Leviathan ja doch da. Ist einfach nur Leviathanisch. Naja, heißt ja nicht, dass wir Leviathan uns einverleiben. Nur als Gegner halt. Eiserner Tanz. Will ich. Was bist du? Schattengang. Fasse dich sofort nach Anwendung einer Fertigkeit oder Aktion. Was soll mir das bringen? Achso, der ist dann auch verlangsamt in der Zeit. Ich wollte gerade sagen, weil die Animation danach sieht aus, als wenn das zeitlich genau gleich bleibt, aber ja gut, der ist dann verlangsamt. Nubbelgier. Ja, ich weiß, Gungnir. Ich will den auf jeden Fall haben. Wolkensturz. Das sieht auch nett aus. Sieht aber nur nett aus. Aber ich sehe gerade, damit kann ich meine Dings aufwerten. Oh, ich brauche Fertigkeitspunkte. Aber mal, wen nehme ich denn raus? Habe ich 2600. Das ist ja auch nicht wirklich viel. Aber dann könnte ich Eisernen Tanz aufwerten. Oder halt das hier. Bei Odin hatte ich ja auch nur beide Fertigkeiten. Schattengang weiß ich noch nicht. Ist vielleicht ganz nett, aber naja, 100. Kaufen wir einfach erstmal. So. Juwi, WBchen. Ich werde es wahrscheinlich heute so lange spielen, bis wir es durch haben. Jetzt hat sie alles verpasst, ne? Ja. Oder Schattentanz. Schattengang. Nee, Quatsch. Eiserner Tanz. So war das. Du hast was Wichtiges verpasst, sagen wir mal so. Die Pause. Was hat sich denn gestochen? Doch schon mal gleich eine gepfeffert hat. Okay, dann hast du ja Ashra den Anfang zumindest noch miterlebt. Dann sind wir halt hierhin, am Ende des Himmels. Oh, Nebenaufgaben. Und
Willst du es überhaupt wissen oder willst du es lieber sehen? Im VOD dann. Im Grunde finden wir jetzt ganz toll. Also wir haben Barnabas besiegt. Haben uns dadurch, oder ungewollt haben wir dann eher Odin einverleibt bekommen. Also du willst ein ganzes Recap machen. Ich wollte nur das Wichtigste. Obwohl, ja, das ist ja auch relativ wichtig, ja. Sie sind allesamt mit Wunden übersät. Genau. Sie schreibt dir einfach, dann kann sie das besser erklären. Neue Jagdbrettaufgaben. Ganz schön viele. Pandemonium. S-Rang. S-Rang. A-Rang. 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 Invalut, Invalut, Invalut. In keine Ahnung. In keine Ahnung. In Sunbreck. Auch. Salmekia und Sunbreck. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie das alles funktioniert. Ja, und hier gibt es auf jeden Fall neue Sachen. Und neue Aufgaben. Aber ich glaube nur eine, ne? Das war, glaube ich, sogar die Invalut. Sonst sehe ich jetzt so auf Anhieb keine. Naja, nur da. Wollte gerade sagen, wer bist du denn? Wo kommst du denn her? So, was hast du für mich? Clive! Charon! Was suchst du denn? Weiß ich nicht. Ein Runengurt. Ah, da habe ich schon plus 2. Ach, jetzt können wir auch Eiererz kaufen. Falls wir brauchen sollten. Und der Kampf gegen Barnabas war sehr. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Sehr anspruchsvoll, sag ich mal. Nicht stark, nicht schwer, aber anspruchsvoll. Komm wieder vorbei. Oder auch nicht. Also gegenüber, vor allem gegenüber allen anderen. Ne? Was verschafft mir die Ehre? Weiß ich nicht. Du hast einen Punkt über dir, deswegen will ich gucken, was du Neues hast. Willst du was schmieden? Danke. Ich wollte jetzt schon sagen, wehe, die Waffe ist jetzt besser als die, die wir diese ewig lange Questreihe gemacht haben. Und leider können wir die nicht verstärken. Und? Martha. Die Entstehung einer Gemeinschaft wie die der Träger und Hüter in Eastpool war längst überfällig und ich bin stolz, dass es endlich hier bei uns in Rosaria dazugekommen ist. Das alte Herzogtum mag es nicht mehr geben, aber Lord Elvins Ideale leben in den Herzen vieler von uns weiter und durch Erfolge wie diesen wird das Feuer nach und nach auf andere überspringen. Es ist zwar nur ein Anfang, Clive, aber einer, der sich sehen lassen kann. Ja, verloren und gefunden. Eloise. Ragnarök soll ja bereits die beste sein, außer du sammelst die Materialien für die Götterdämmerung. Ja, und dann kriegst du halt im NG Plus, kannst du dann noch bessere Waffen machen, das weiß ich. Also, dass sie im NG Plus um einiges besser werden. Ich glaube, bis zu 1000 fast, oder 900 noch was. Aber das ist dann ja wieder was anderes. Ich glaube, da kannst du sogar dann irgendwie
Götterdämmerung verbinden mit irgendwas anderem noch und dies und das und dadurch wird die dann viel besser. Oder Ragnarök, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Was heißt, weiß ich nicht mehr? Ich habe es nur gelesen und dann stand da YouTube halt, Thumbnail. Oder ich nenne es mittlerweile U-Spoiler. Durch die Thumbnails. Ich kann immer noch nicht wirklich fassen, dass Theo nicht mehr, oder Theo, oder, nee, Theo, ne? Nicht mehr da ist. Jeden Morgen denke ich, ich sehe ihn sicher gleich in den Ställen beim Füttern der Vögel oder beim Parken der Fracht. Und jeden Morgen werde ich aufs Neue enttäuscht und es kostet mich all meine Kraft, nicht auf die Knie zu sinken und in Tränen auszubrechen. Trotzdem muss ich irgendwie weitermachen, aber das heißt nicht, dass ich ihn vergessen muss. Mein Bruder und ich haben alles, was wir hier haben, zusammen aufgebaut und solange ich die Karawane habe, wird er immer bei mir sein. Ich werde seiner gedenken, indem ich dem Beispiel folge, das er mir vorgelebt hat. Er hätte sich das sicher auch so gewünscht. Echte Tellermann-Qualität. Nochmal danke für deine Hilfe mit der Werkstatt. Ohne dich würden Owain und die anderen wohl noch immer Äther über den popligen Lagerfeuer destillieren. Es gibt aber immer noch was zu verbessern. Also reg dich nicht auf, wenn ich mal wieder vor deiner Tür stehe und dich um mehr Sphären bitten oder... Wieso ist da ein Ausrufezeichen? Oder einfach nur, weil es in Verbindung mit der Quest war vielleicht. Clive, wir müssen noch einen einzigen Kristall loswerden. Sorg dafür, dass du ihn nicht verfehlst. Ich habe jetzt alle Kristalle zerdeppert. Warum sollte ich den verfehlen? Ich frage mich, wo ich den anderen Kram herbekomme. Oder kommen noch so viele Nebenaufgaben? Es ist ja noch relativ und ich habe ja eigentlich bisher, ja gut, die ersten, ja, wo ich dann gedachte von wegen, okay, wir gehen da jetzt hin und kommen dann wieder zurück. Nach dem Motto, so ein nicht wirklicher Point of No Return, sondern ein Point of du kannst jetzt erstmal nicht zurück. Aber da werden ja nicht irgendwie zigtausend davon gewesen sein. Also, sagen wir mal so, vielleicht noch der Rest wäre ein bisschen viel. Wir haben euch hier schon vermisst. Ich habe neue Einträge zusammengestellt, falls ihr sie sehen wollt. Go, go, Stufe 7. Heute habe ich außergewöhnlichen Lesestoff für euch. Barnabas Mutter. Die hatten wir ja einmal gesehen, wo wir dachten, das wäre seine Geliebte. Mutter des Königs von Valut oder vielmehr eine von Ultima erzeugte Illusion von ihr, wie seine Majestät sie in Erinnerung trägt. Okay. Ja. Hauptsache, die ist nackt. Weil wir sie ja nur nackt gesehen haben. Wenn ihr eine Frage habt, werde ich sie gern beantworten. So, gut. Eine Aufgabe haben wir, eine Nebenaufgabe, die machen wir auch. Und dann kann ich auch direkt Odin ausprobieren. Mit den Viechern. Außer, er hätte noch was anderes. Outfits Design ist so anstrengend. Ja, schon. Wie glaubst du, teilt man das Meer? Deswegen hat er hier ja, ich glaube, 3 Outfits. Maximal 4. Das, als er jung war. Dann die Rüstung, als er noch Söldner in Anführungszeichen war. Dann danach etwas verändert, glaube ich. Und dann jetzt die. Glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher zwischen Söldner und dem Outfit hier.
Ist was für dich dabei? Anscheinend nur Valut. Ach ja, und Odin hatte so einen Dingsbums gemacht. Hast du das geschrieben gehabt? Nein. Glaube ich nicht. Barriere hast du nicht erwähnt. Und das... Nee, ich meinte nicht die Barriere jetzt direkt, sondern... Oben hier, den Himmel und so, wo sie dann alle verrückt wurden, dann da hingegangen sind zum Turm, um sich sozusagen zu opfern. Damit er stärker wird. Das ist eh auf dem Weg, ja. Ja genau, dass er alle Akasisch gemacht hat. Kann man eigentlich davon ausgehen, dass es ein... Obwohl, es muss ja mindestens noch eine weitere Überlebende geben. Ansonsten würde ich nicht die Quest da oben bekommen. Valute Soldaten. Lass mich doch einfach in Frieden sterben. Was ist dir passiert? Die Ätherflut hat Monster aus meinen Kameraden gemacht. Und die Orks. Ich wusste, wir können ihnen nicht trauen. Als ob Wildstämme uns treu sein könnten. Auf irgendetwas haben sie gehört. Allerdings nicht auf uns. Ein Wunder, dass sie euch überhaupt so lange gefolgt sind. Vielleicht haben sie gespürt, dass es vorbei war. Unser König fort, das Reich in Trümmern. Was bleibt uns noch von all den Kriegen? Wofür haben wir gekämpft? Verflucht sei dieses Land. Verflucht sei der König und sein Gott. Verflucht sei diese dreckige Fäule. Du hältst dem Äther stand. Du bist ein Träger, auch wenn du kein Mal trägst. Bitte hör mich an. Gewähre einem Soldaten seinen letzten Wunsch. Bitte lass mich nicht in Sorge sterben. Natürlich. Worum geht's? Ich danke dir, mein Freund. Geh durch das große Südtor, Richtung Stonhür. Da ist ein Stück Wald, der Nimmerhain. Auf einem kleinen Felsvorsprung dort ist das Grab meiner Eltern. Sie waren die einzigen, die mich je liebten. Für den Krieg musste ich sie verlassen. Doch im Tod möchte ich wieder bei ihnen sein. Diesen Ring, bring ihn zu ihrem Grab. Ruhe in Frieden. Machen wir natürlich. Irgendwo da oben. Es hätte ja eigentlich voll schön sein können. Lass mich raten. Der einzige Weg zur Hauptstadt
führt durch dieses Tor. Ganz wie du dachtest. Die haben da eine Armee, Joshua. Ja, aber ich sehe keine Domini. Gibt ja auch keine mehr. Naja, außer vielleicht, wie gesagt, Leviathan. So. Festen. This is very interesting mit der Waffe. Verdammt, wo sind denn jetzt die ganzen Viecher? Irgendwo ein Valut auf jeden Fall. Da könnte einer sein. Also hier. Hier könnte auch einer sein. Da könnte einer sein. Und hier im Grimmkessel auf jeden Fall. Da vielleicht. Blöde Vögel. Da vermisse ich dann wieder Garuda oder halt Phönix. Bist du wie eventuell sogar? Nein, nee, du bist nur ein Lindwurm, einfach normaler, ne? Ja. Das habe ich noch nicht ganz verstanden mit dem Ding. Gut gemacht, Bruder. Ja.
soll ich loslassen? Keine Ahnung. Wie gesagt, noch testen. Das ist wieder auf Stufe 3. Hey, ich fahre Erfolge. Am besten nehme ich mein Pokémon, weil ich Pokémon gelesen habe. Gut so. Schneller! Mein Chocobo. Weil der sitzt dann ja automatisch immer ab, wenn er so ein Dings ist. Dann ist hier vielleicht doch kein Ski. Ein ganz normale, ja. Ich hab schon wieder vergessen, was das alles war. Irgendeine Kröte oder ein Salamander oder irgendwie sowas ähnliches. Das sind wieder alkalische. Soldaten. Beenden wir ihr Leid. Out. Dieses mit loslassen, also halten soll ich das und dann soll ich es loslassen irgendwann? Ach so, dann kommt so ein kleiner, dann ändert sich der Text, okay. Kann ich die, habe ich die Klinge trotzdem, wenn ich auch wechsle? Nein, habe ich nicht. Genug.
Oh, noch mehr? Joshua. Na gut, das ist eine Festung, ne? Kannst du noch? Habe ich eine Wahl? Ach so, und sie ist da noch. War noch so kurz. Aber ich mag die Angriffe irgendwie. Sie sind so schnell. Irgendwie. Aber irgendwie auch nicht. Muss ich halt noch rumfummeln. Joshua? Der ist größer als die anderen. Ein bisschen. Mal gleich was testen. Aua. Nicht sterben zum Beispiel testen.
Das sieht nachher nicht heftig. Wir sollten kurz rasten. Keine Sorge, das wird schon. Ich glaube, ich habe den Kristall gesehen. Schau, Clive. Beim Begründer. Das ist eine Festung. So, entweder Ultima direkt bewacht den oder Leviathan. Ja, wir haben alle Nebenaufgaben gemacht. Auf geht's. Bis auf jetzt die neu dazu kam. Das ist die da. Wo wir gerade hinreiten jetzt so langsam. Was leuchtet? Das war ein Gegner. Bist du? Moment. Bist du so ein Spezieller? Nö. Dann weg. Leviathan hier. Nicht einmal Soldaten. Und Leichen sehe ich auch keine. Ist wirklich das ganze Königreich akasisch geworden? Joshua hat auch dieses vollständige Bild ja gesehen. Und da war halt auch Leviathan zu sehen. Also, dachte er zumindest. Bist du ein Spezieller? Scheint so. Ab nach Hause. Nö, nee, ist kein Karl. Na, die brauchen relativ lange zum Aufladen. Nur zum Aktivieren. Ich hoffe, das nutzt dir.
langsam. Das tut gut. Lass doch mal stehen. Über 2000 brauche ich. 2500, glaube ich, für die anderen. Für die nächsten Belohnungen. Gut so. Pfleg, Ambrosia. Das tut gut. Ja, so langsam könnte ich mal ein paar Heiltränke kaufen wieder. Oder finden. Oder Eiererz. Geht auch. Nebenaufgabe so einfach sein wird. Von hier aus kann man bis zum Meer sehen. Ein schöner Ort für seine letzte Ruhe. Wieder vereint mit seiner Familie. Anscheinend ja. Hier liegen Knut und seine geliebte Frau Brina, gewogen in den ewigen Traum im 24. Jahr unseres Reichs. Bereit? Schneller! Ach, schade. So? Na, immerhin etwas. Vorsicht, Bruder. Lasst mich in Ruhe, ihr blöden, bösen Blablablub. Bist du was Besonderes? Nee, oder? Nee, nur mit einem Stinke-Ober. Das wird nicht einfach. Oder da drin vielleicht.
Ich habe zwar keine Heiltränke mehr, aber... Bin das laufig. Das geht ja gar nicht. Ach, der macht einen Puffelpuffen-Angriff dann auch gar nicht mehr. Allgemein macht es relativ wenig Schaden, oder? Naja, außer das. Ich glaube, das will ich auf Stufe 5 haben oder was auch immer da so das geht. Ja, frag mich mal. Ich will auch nicht, eigentlich auch nicht mehr sitzen. Eigentlich will ich liegen. Essen und liegen. Wir brauchen ja eh bald einen zweiten Fernseher wieder wegen neuer Wohnung und so. Nein, ich will es durchspielen. Nein, ich bin zu gehypt. Dafür bin ich jetzt her? Für den Supertrank ein bisschen Stahlseide? Dein Ernst? Aber immerhin bin ich nicht mehr müde. Und morgen wollte ich dann eventuell, je nachdem, eigentlich mal zumindest mal reingucken mit euch dann ins NG Plus. Was sich dann so geändert hat. Ob sich was geändert hat. Und wenn, wie viel sich geändert hat. Vorsicht, Bruder. Pflegamt! Findest du es auch seltsam, dass es hier so still ist? Ich finde, hier ist alles seltsam. Da rennen Raptoren rum. Zeit zu kämpfen. Wieso kann Ambrosia und Dings eigentlich durch Äther rennen? Das Gebiet ist so groß, ey. Könnten ja überall sein. Was bist du? Irgendwas mit M. Ach so. Ja, einen weißen Chocobo kenne ich aber schon. Und aber anderes Final Fantasy halt. Vor dem Sturm. Es führt nur ein Weg in die Stadt. Über eine Brücke. Durchs einzige Tor. Dahinter wartet, was auch immer von den Valutern übrig ist. Bist du darauf gefasst? Ich wage zu behaupten, ja. Weiteren Nebenaufgaben. Und noch keine Meldung wegen Hallo, hier geht's nicht weiter. Also hier geht's weiter, aber du kommst nicht mehr zurück.
Was hat sich denn hier abgespielt? Der Niedergang. Doch das erleichtert die Dinge für uns. Ich hoffe, du hast recht. Das hoffe ich auch. Hört sich nett an. Stadt des Wahnsinns. Wie viele Pünktchen habe ich denn? Das reicht lange nicht. Ich muss allein 5000 für einmal erhöhen. Nee, wäre schon meistern. Ich irgendwie 5000 zusammen. Lebensflamme nutze ich. Verdammt. Ich glaube, ich kriege keine 5000 zusammen. Nö, hier ist gerade mal im Moment trocken. Lemon-Rausch brauche ich. Also brauche ich nicht wirklich, aber nutze ich gern. Wobei den eisernen Tanz könnte ich wegmachen. Den fand ich jetzt nicht so toll. Reicht immer noch nicht, ne? 500 brauche ich dann noch. Aber so. Der Äther hat auch sie ertränkt. Sehen wir zu, dass wir nicht so enden. Oh, verdammt. Ich habe jetzt vergessen, die Fähigkeit da wieder reinzuklatschen. So, jetzt bist du auf 5. Und wehe, du machst jetzt nicht sau viel Schaden. Ich würde sagen, das ist sau viel Schaden. Zumindest sah es jetzt so danach aus. Also draufhauen hat jetzt nicht viel bei den Bänden runtergezogen gehabt. Hier ist viel Wasser. Jetzt könnte wirklich Leviathan sein. Das ist ein Behemoth. Wer würde sich solch eine Bestie halten? Das sieht nach einem Behemoth aus. Naja, jetzt nicht mehr. Zurück! Ja, irgendwie sowas, sagte er. Da, er kommt. Irgendwas ähnliches wie... Der Verlorene, ja. Und das ist anscheinend... Doch, das ist ein Behemoth. Oder Behemoth.
Worauf warten wir denn noch? Die Behemotte. Sag ich doch. Aua. Zu langsam. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Oh, okay. Du machst das so, okay. Ja, scheiße ist gut. Also nicht gut. Bleib hier, ich muss dich treffen, damit ich seinen Teddy-Punkt machen kann. Ja, ja, dann Tattoo-Ken. Ich will eigentlich nicht mein Elixier für den hier draufballern. Wieder gebrochen. Zu langsam. Zu langsam. Zu langsam. Ich werde ihn aufhalten. Joshua! Dann ebenso. Clive, nicht! Vertrau mir. Ich werde das schon schaffen. Ich bin dein Schild. Ich glaube, das ist eine Aufgabe für Ifrit. Aber du hast doch noch mich, Bruder. Zusammen!
den nicht einfach nur umlenken können auf den? Das ging nochmal gut. Das war erst der Anfang. Pfui, geh weg. Du bist pfui. Du Kackhamstervieh. Ich muss gleich echt meine Energie auspacken. Ja, was war das denn? Ein kleiner Kackcheater. Riesenkackhamster. Zu langsam. Aber ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Behemoth. Ich sehe nichts, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Der Kack. Das war der Kack. Oh. Bis ich das gecheckt habe, was er macht, war es zu spät. Zu langsam. Nee.
nicht ganz neu, plus ich habe alle Heilung. Oh, das ist Zufall. Und ich habe vorher nichts benutzt, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich nichts benutzt habe vorher. Also kurz bevor er tot ist, oder wenn er tot ist, also leistentot meine ich, leistentot hört sich auch komisch an, wegrennen. Skill. Königin Dunkelheit. Odin. Das war das Einzige, was jetzt noch gefehlt hat. Einmal aus diesem blöden Kreis rennen. Ja, ich hab Fesseln. Ja, ne? Schnell, bevor die Brücke wegbricht! Wie bei den anderen, liegt der Eingang zum Heiligtum sicher am Fuß des Kristalls. Wir sind fast da. Aber vielleicht ist Leviathan hier einfach auch nur in Anführungszeichen gefangen und Baloo hat ja Ewigkeiten nichts gemacht, mehr oder weniger. Und Odin hat ja alles gemacht. Weißt du, vielleicht ist die ja doch da. Ich würd's gut finden. Ich muss dann gleich noch die anderen Skill mal reinpacken, damit ich mein Ding schneller aufladen kann. Jo, jetzt kriegt ihr aus Maul.
schon richtig. Nur ein weiter nach links. Schnipp, schnapp, zucken. Wolkensturz. Obwohl, Schattengang könnte ich eigentlich mal probieren. Ne? Passe dich sofort. Aber was bringt es denn ganz genau? Er schafft einen temporalen Riss, in dem Clive für einen Augenblick verschwindet, um sich darauf sofort zu fassen. Die Ausführung von Schattengang während einer anderen Fertigkeit hat folgende Effekte. Zeit verlangsamt sich vorübergehend, die Abnehmzeit für Schattengang reduziert sich um 50%. Kann nun während der Erholungsphase von Erleiden von Schaden ausgeführt werden, auch dabei, wenn ihr, ne, verlängert die Dauer der Zeitverlangsamung. Hört sich jetzt nicht so gut an. Behaupte ich mal. Klatsche ich die Punkte erstmal lieber da rein. Na. Ich meine wahrscheinlich einfach mal ausprobieren und fertig ist. Irgendwas trifft schon los. Nicht dein Tag!